Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Wir alle waren mal Säuglinge und haben hoffentlich die Milch unserer Mutter bekommen, denn sie enthält die mit Abstand beste Kombination an essentiellen Nährstoffen für einen optimalen Start ins Leben. Als besonders wertvoll gilt dabei die Erstmilch, auch Kolostrum genannt. Sie schießt als erstes in die Brust ein und steht dem Säugling direkt nach der Geburt zur Verfügung. Sie gilt als mächtig, besonders dickflüssig und energiereich. Damit sind wir aber keineswegs die einzigen auf der Welt, denn alle Säugetiere stellen ihren Nachkommen diese dicke Erstmilch zur Verfügung, so zum Beispiel auch Kühe. Kolostrum ist der Superbooster für das Immunsystem und besonders wertvoll für den menschlichen Säugling, dessen Immunsystem noch völlig unterentwickelt ist und sich gerade erst im Aufbau befindet. Aber Kolostrum hat noch einige weitere gesundheitliche Vorteile. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Folge Nummer 93, in der ich dir das Wachstumshormon Somatropin vorgestellt habe. Da habe ich dir ja auch schon verraten, dass Somatropin auf natürliche Art und Weise angekurbelt werden kann, und zwar unter anderem durch Kolostrum. Darüber hinaus hat Kolostrum, wenn es als Supplement eingenommen wird, noch ein paar andere spannende Wirkungen, die es sich lohnt zu kennen. Es wirkt antiinflammatorisch, das heißt antientzündlich, vor allem im Verdauungstrakt. Das macht es zu einem super Mittel gegen entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Athleten und Leistungssportlern hilft es, die Performance zu steigern und sich schneller wieder zu erholen. Es hilft aber auch Menschen, die sehr lange mit steroidalen Entzündungshemmern behandelt wurden, zum Beispiel bei rheumatoider Arthritis und nun Haut- oder andere Probleme haben. Außerdem ist es besonders hilfreich nach einer langwierigen Antibiotika-Behandlung, zum Beispiel mit Breitbandantibiotika oder wenn diese kaum noch wirken, du also schon resistente Keime in dir trägst. Hier ist insbesondere eine Kombination aus Probiotika und Kolostrum sehr zu empfehlen. Kolostrum kann aber auch bei ungeklärten Magen-Darm-Problemen, die Blähungen, Schmerzen und Krämpfen verursachen, sehr helfen. Außerdem kann es eingesetzt werden bei Fibromyalgie, chronischer Müdigkeit, Allergien und Asthma. Besonders spannend sind die positiven Ergebnisse bei der Behandlung von Gelenkserkrankungen wie Arthritis und Arthrose. Hier half Kolostrum, Gelenkschmerzen zu reduzieren, neue Blutgefäße zu bilden, Knorpel zu regenerieren, Haut und Gewebe zu heilen. Der Grund dafür liegt in den Wachstumsfaktoren IGF-1 sowie den fibroblastischen und Epithel-Wachstumsfaktoren. Eine Garantie für diese positiven Wirkungen gibt es selbstverständlich nicht, aber solltest du unter den hier genannten Symptomen leiden, darfst du in jedem Fall einen Versuch wagen. Nebenwirkungen gibt es keine, es sei denn, du bist laktoseintolerant, denn dann solltest du natürlich keinerlei Tiermilchprodukte konsumieren. Ansonsten enthält Kolostrum ja keine Allergene mehr, da das Rohmilchprodukt bei unter 40 Grad gereinigt, entfettet und entcaseiniert wird. Dennoch interagiert Kolostrum mit deinem Immunsystem und bei einer zu hohen Dosierung können negative Effekte auftreten. Du solltest dich daher immer und ohne Ausnahme an die Dosierungsempfehlung des Herstellers halten. Darum empfehle ich dir auch, Kolostrum sowie das Probiotikum kurz vor dem Zu-Bett-Gehen einzunehmen, da sowohl der Darm als auch das Immunsystem am aktivsten sind, wenn du schläfst. Ein sehr gutes Kolostrum-Produkt erhältst du bei der deutschen Firma Arctis Biopharma in Form von Kapseln oder als Serum, je nachdem, was besser zu dir passt. Ich packe dir den Link mit weiteren Infos zum Produkt in die Shownotes. Dort findest du auch einen Gutschein, um dir einen Neukundenrabatt von 20% zu sichern. Ja, das war's schon zum Thema Kolostrum. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren. Solltest du davon betroffen sein, also von den Symptomen und vielleicht davon profitieren können. Wenn das so ist, freue ich mich natürlich immer über dein Feedback in Form einer E-Mail oder wenn du gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen möchtest. Denn ich persönlich habe noch keine Erfahrung sammeln dürfen und auch noch nicht müssen, was das Thema Kolostrum betrifft. Und deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn du vielleicht der Erste bist. Also, ich
Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter paleo-lounge.de/gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/gh20 die Shownotes der Episode 20. Wenn dich der heutige Impuls weitergebracht hat, dann gib mir bitte ein Feedback und schenke mir deine Rezension auf Facebook oder iTunes. Wie das funktioniert, erfährst du in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung unter paleo-lounge.de/podcast-bewerten. Diese Bewertung ist wichtig, damit auch andere Menschen von den gesunden Häppchen probieren können, um ihre Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zur besten Version von dir. Bleib gesund und bis bald, dein Sascha Röhler.